Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Und unser Ausbruch rückt näher und näher. Wir brauchen eigentlich nur noch einen Draht. Und dann ist der Käse gegessen. Sollte im Prinzip kein Problem mehr sein. Also, einen Draht zu finden, ich denke mal, das ist an einem guten Tag drin. Entweder bei den Shops beim Hellbone. Oder, wo ist denn der zweite jetzt? Ich glaube, der ist gerade, ach, da ist er. Beim Stefan. Stefan, komm, zeig's mir. Nein. Lusche. Hat leider keinen Draht dabei. Gut, dann müssen wir heute wieder ein bisschen looten gehen. Ich habe gerade einen Job, gell? Wo sehe ich denn das? Ja. Ja, in Anbetracht dessen, dass ich hier eh bald raus bin, lasse ich den Job, glaube ich, schleifen. Oder, ach nee, komm. Es kann sein, dass wir nochmal Geld brauchen. Ich möchte es ungern riskieren. Ich fange jetzt einfach schon mal an. Kartoschka. Nix. Und bei Dick City, nix. Und Mr. Unbenannter Schreibtisch, nix. Gut, die Bude ist schon mal dicht. Muss ich nicht mehr gucken. Boah, Junge, scheiß dir nicht ins Hemd. Ich gehe doch schon zum Essen. Oder auch nicht. Ja, jetzt stehe ich hier, ne? Verpiss dich, Alter, hier. So. Ach, komm. Ich gehe arbeite. Ich gehe arbeite. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Nochmal vielen Dank für die Tipps, dass man die Sachen einfach irgendwo hinschmeißen kann, sozusagen. Dick City, Alter, ihr Hellbone. Dick City. Einmal da rein. Hellbone ist oben drüber, glaube ich. Ja. 6. So. Und Alter, ihr irgendwo rechts. Ne? Ja. Boah, ich bin so gut, ich hab's mir gemerscht. Könnte natürlich jetzt noch schnell meinen Krempel abgeben, damit ich ein bisschen mehr Platz hab, aber... So, zweimal Torben, einmal Hellbone. Torben ist auch unten... Da, genau, unten. Mittlerweile weiß ich so ungefähr, wie die Aufteilung der... der Hütten sind, ist gewesen. Scheiße. Verdammt, wo ist Hellbone? Ich war doch eben bei Hellbone. Das gibt's doch gar nicht. Alter! Ich hole mir schnell nochmal ein paar neue Bücher. Kevin und Kenny. Da ist Kenny. Wo ist denn der Schreibtisch von Hellbone, Herrgott? Ich krieg's gerade überhaupt nicht auf die Reihe. Ich hab da ja auch eben was reingelegt. Krass. Ich finde ihn nicht mehr. Mein Hirn ist matsch. Beziehungsweise ich bin ehrlich gesagt gerade noch ein bisschen müde. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es heute Nacht so beschissen geschlafen. Vor allem heute Morgen um 5. Also wir haben zwei Kätzchen, beziehungsweise meine Eltern haben zwei Kätzchen. Und die eine schläft, wenn es wärmer wird, immer draußen. Und heute Morgen um 5, das macht die eigentlich jeden Morgen, wenn sie draußen gepennt hat, will die rein. Und brüllt dann so laut rum, bin ich aufgewacht von. Im ersten Stock wohlgemerkt, Fenster waren zu. Und ja, blöd. Musste ich sie reinlassen, habe ich erstmal Fangen mit ihr gespielt. Was ich nicht so prickelnd fand. Und deswegen bin ich jetzt ultimativ müde, weil ich dann nicht mehr einschlafen konnte. So. Einer von euch hat 100 pro einen
Draht in seinem Schreibtisch, in seiner Kiste liegen. Das war knapp. Ich muss mich jetzt halt irgendwie versuchen, ein bisschen unauffälliger zu verhalten als sonst. Sollte aber alles kein Problem sein. Man sieht ja Gott sei Dank hier immer ganz gut, wenn jemand in das Häuschen rein will oder nicht. Ach komm bitte Leute, gib mir doch einen scheiß Draht. Ich will hier raus. Das ist gut, schlagt euch mal die rüber ein. Schade. Weil ich denke mal, dass uns außerhalb der Mauern nichts Schlimmes erwartet. Also ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Ach, was mir gerade einfällt, wo ich den Spatel gerade gesehen habe. Wahrscheinlich ist das zu spät, aber es hat jemand in den Kommentaren gefragt, für was der Spatel eigentlich gut ist. Der ist für gar nichts gut, meines Wissens nach. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich... Es kann sein, dass sich das mittlerweile geändert hat, aber relativ am Anfang von meinem LP, gut, das sind jetzt auch schon fast 200 Folgen, aber hatte ich den auch mal ausprobiert oder wollte ihn ausprobieren, aber der hat nichts getan, gar nichts. Ich hatte eher vielleicht am Anfang gedacht, dass man damit vielleicht Löcher zumachen kann wieder, ohne dass man zum Beispiel neue Erde braucht, aber noch, hat nichts gebracht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob da jetzt was Neues an Funktionen dazugekommen ist. Da müsstet ihr einfach mal im Wiki nachschauen. Aber ich gehe jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus, dass sich da irgendwas grundlegend an den Funktionen von den Gegenständen geändert hat. Deswegen würde ich dir jetzt erstmal zur potenziellen Funktion Nein sagen. Okay, die haben sich weggekloppt. Hat aber keinen Draht. Entschuldigung. Och Mann. Ich will Draht. Warte mal. Scheiße, warum kann ich nicht aufstehen? Oh, weil der neben mir auf dem Boden liegt. Ja. Ihr zwei. Was habt ihr denn Schönes dabei? Perfekt. Sollten wir heute hier etwa ausbrechen? Ich glaube es fast. Könnte es ja noch einmal rauszögern. Nein, ich werde es heute nicht rauszögern. Wenn wir heute ausbrechen, brechen wir aus. Wenn wir nicht ausbrechen, brechen wir nicht aus. Aber ich werde es auf jeden Fall testen und versuchen. So, Bücher. Thomas, Kevin, Nils, Torben. Moment. Da, Torben. Muss jetzt doch wieder erstmal suchen ein bisschen. So ganz im Kopf habe ich das alles dann doch nicht. Komm schon. Kriegen wir mit einer Ladung Bücher, kriegen wir damit unseren Krempel durch? Ne, ich glaube nicht. Oh, Robin, da ist ein Buch. Hellbauen, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wo es ist. Ist mir egal. Noch ein Buch für Robin. Und schon sind wir durch. Ich hole mal ganz schnell meine verbotenen Sachen. Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, meinen Krempel zu durchsuchen. Das brauchen wir. Fake-Zaun Nummer 1. Fake-Zaun. Verdammt. Nein. Fake-Zaun Nummer 2. Zack. Und alle wichtigen Dinge haben wir. Läuft, würde ich sagen. Jetzt müssen wir im Prinzip nur noch warten. Oh Mann, ich finde es gar nicht gut, falls wir heute ausbrechen. Das wäre gar nicht gut. Ich habe dieses Wochenende null Zeit, um aufzunehmen. Nee, doch, zum Aufnehmen wird es noch lang, aber dann die auch die nächste Auslosung für die Namen zu machen.
Das wird eine knappe Kiste, du. Ich hoffe, dass bis dahin auch die meisten. Es gibt ein paar Leute, die Gefängnisse hochgeladen haben, für mich gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich hoffe, dass die bis dahin überhaupt schon fertig sind und hochgeladen sind. Vor allem, ich würde die dann nicht einfach auf Teufel komm raus spielen, sondern würde die halt eigentlich auch erstmal testen wollen, weil ich habe ja, sage ich ja immer wieder, Scheiße spiele ich nicht, so viel es sich anhört, aber so ist es einfach jetzt mal. Ich will ja ein schönes Gefängnis haben. Zum Beispiel das hier, das Gefängnis, das hat mir jetzt eigentlich gar nicht gefallen. Das ist total einseitig. Es gibt meiner Meinung nach nur eine Möglichkeit, hier gescheit rauszukommen. Und das ist halt den Zaun irgendwie kaputt zu schneiden. Also mit dem Gefängnis bin ich hier nicht so zufrieden. Also sowas müsste mir nicht machen, ja. Kann ich auch selber. Ich finde es halt ganz cool, wenn so Gefängnisse mehrere Ebenen haben, halt auch mit Dächern und Lüftungssystem und so ein Krempel. Das finde ich immer ganz nice. Aber wenn da jetzt nicht draußen außerhalb des Zauns noch irgendwo eine kranke Scheiße auf uns wartet, boah, dann ist es auch eher ein bisschen langweilig gewesen, das Gefängnis hier. So, und wir legen jetzt langsam los. Wir knallen den. Scheiße, ich muss erstmal warten, bis die Leute da weg sind, Leute. Alter, beweg dich doch mal weg, du Pissnelke. Auch Officer Krieger. Scheiße, Leute, wenn er da stehen bleibt, kann ich nicht raus. Das geht nicht. Oh, der hat sich da festgebackt, ey. Da kriege ich doch's Kotzen. Okay. Ich versuch's trotzdem. Knapp. Okay, ich versuch's. Ich versuch's. Okay, es scheint zu funktionieren. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Habe ich alles dabei, was ich brauche an sich? Ja. So, wir haben ja schon unseren einen Zaun weggeschnitten. Ich gehe da jetzt einfach wieder hin. Komm schon! Komm schon! Das war der hier, ne? Der hier. Nummer 1. Nummer 2. Ich hoffe, dass ich die Zäune so setzen kann, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. So. 4 und 1. So. Okay, hier außen ist auf jeden Fall schon mal Gestrüpp. Das ist nicht gut. Wahrscheinlich kann man nicht einfach fliehen, sondern wahrscheinlich gibt es hier wieder so einen Outpost. Nein, es gibt keinen Outpost. Scheiße, ey. Ich hatte drauf gehofft. Weil, ganz ehrlich, also, erstmal vielen Dank für die Zuschauer, an die Zuschauer, dass ihr mir in dieser Staffel gefolgt seid. Und auch schön, dass ihr euch so gefreut habt. Zumindest manche von euch, dass ihr verewigt wurdet. Aber ich muss sagen, das Gefängnis war die letzte Grütze. War extrem langweilig und schlecht gemacht. Ich hatte das ausgewählt im Steam Workshop aus zwei Gründen. Erstens, das hatte ich am Anfang schon gesagt, von dem LP, weil da sehr viele Insassen und sehr viele Wachen waren. Das heißt, ich konnte viele Leute benennen. Das zweite war, es hatte eine hohe Bewertung. Ich glaube, es hatte von 5 Sternen, hatte es 4,5. Und ganz ehrlich, das hier waren keine 4,5 Sterne. Das waren vielleicht 2,5. Mit gutem Willen 3. Aber das fand ich echt nicht so gut. In Anbetracht dessen, dass ich heute noch sehr viel aufnehmen muss
Es tut mir leid, aber es geht nicht anders, weil ich, wie gesagt, kaum Zeit habe dieses Wochenende. Muss ich jetzt mal schnell schauen, ob ihr ein Gefängnis schon hochgeladen habt oder. Oh, und dann kann ich das auch spielen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, muss ich leider nochmal eins aus dem Steam Workshop nehmen, das nicht für mich gemacht wurde. Das tut mir dann super leid, aber es ist leider nicht zu ändern. Ich bin einfach gerade ein bisschen unter Zeitdruck. Deswegen nicht böse sein. Wir sehen uns aber in der nächsten Staffel, Staffel 9. Freut euch drauf. Wir sehen uns. Tschüssi.